Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Space Marine und wir sind da noch immer in der Höhle des Löwen und haben jetzt gerade die Geschützbatterie geladen. Ja, da steht zwar, gehen Sie zur Ladekammer, aber da waren wir doch gerade. Aber mal sehen, wir schauen da jetzt weiter und... Jetzt werden die Imperialen ihren Nachschub bekommen. Nachgeladen, wir schauen mal, was wir da haben. Ja... Da haben wir auch nicht mehr viel. Doch. Und unsere Bombe. Okay. So, da hinten haben wir aufgeräumt. Die haben da zufälligerweise das Tor wieder geschlossen. Ja, dass eben das Feuer nicht ausbricht, wie wir sehen. Und ja, laufen wir zu. Wo geht's denn? Titus, auf Ihr Wort kann man sich verlassen. Danke. Wie ist Ihre Lage, Leutnant? Da das Geschütz nun außer Gefecht ist, kann unser Versorgungsschiff dort landen. Sehr gut. Meine Brüder und ich müssen alle funktionierenden Titanen der Warlord-Klasse sichern, bevor die Orks sie plündern. Viel Glück. Neues Einsatzziel. Erreichen Sie das Titan-Manufaktorum. Okay, Kapitel 4. Titan von Kreia. Verteilerstation 24. Ja, gut. Okay, also es ist wieder mal eine Woche ins Land gezogen und ja, wir freunden uns da wieder mal mit der Steuerung an, denke ich. Und es wird ja noch extrem heftig werden. Da unten ist was für uns. Was ist denn da? Ah, da sind ja unsere kleinen Jungs. Weglaufen! Die laufen ja wirklich. Ah, ich verblase da unsere Munition einfach so. Oh. Ja. Okay. Das war ja schon mal was. Gibt es da was zum Sammeln? Also die Orks sind ja so nett, wirklich, wa? Muss ich schon zugeben. Aber wenn die in Massen auftauchen und ihre Sprenghänsis dabei haben, diese Squeals oder wie die heißen, Squeaks, da schreit immer einer, der Squeak ist in der Luft, ja, dann geht's ja rund und noch ein Big Papa dazu, dann, ja, mache ich schon mal meinen Frieden mit dem Schöpfer. Aber wir werden hier noch des Öfteren, glaube ich, ja, in solche Situationen geraten. Und ja, was soll's. Dafür spielen wir das ja auch, ne? Granaten brauchen wir immer, das ist gut. Und da vorne leuchtet auch noch was. Und dann sind wir wieder voll aufgerüstet, ja? Der hat so viel Schwung jetzt gehabt. So, wir müssen da rein. Das sieht ja wieder nach einem mordsenden Kampf aus. Vielleicht finden wir dann noch einen Totenschädel mit einem Audiolog oder sowas. Ja. Ne, finden wir nicht, gell? Gut. Wir müssen viel mehr mit Granaten arbeiten und mit dieser Wumme, gell? Und? Ja? Gehen wir rein. Gehen wir einfach rein. Öffnen wir. Aha. Da hinten ist alles sauber. Und ja, Monitore genug. Da gibt es nichts für uns. Na. Okay. Lauf zu, Meister. Aha. Es ist mir da ein wenig zu ruhig. Ja. Ja, ich krieg schon wieder weiche Knie. Der Adeptus Mechanicus hat meisterhafte Architekten. Ihre Arbeit hat sie alle überlebt. Oh, da hinten hat was geleuchtet, gell? Da werden wir kurz einmal eine Sprengung vornehmen. Ja. Und schauen gleich mal Granaten, ja.
viel mehr geht da nicht, gell? Und da gibt es auch noch Moon. Jetzt dürft mir ja voll, ja. Da könnten wir noch. Dieses auch voll, ist auch voll. Probieren wir es noch kurz. Ja, okay. So. Ich denke, da beginnt schon wieder, ja. Der Leutnant hat nicht gesagt, dass die Schienen zum Komplex führen, in dem die Titanen sind? Dieses Ding ist Rambok. Neues Einsatzziel. Steigen Sie auf den Rambok. Kommen wir dazu. Weg ist weg, gell? Und der verschwindet schon wieder. Die flüchten auch immer gleich so schnell. Ist euch das aufgefallen? Ah, ich denke... Da vorn kommt eine Engstelle und das. Da ist einer. Seht ihr? Ja, ja, ja. Oh, oh. Haben die Waffen dabei? Na gut. Oh oh, seht ihr? Die mag ich überhaupt nicht. Diese Sprengheinzis. Nein, aber die sind ja süß. Die brüllen ja auch so. Wie mein ehemaliger kleiner Kater. Wenn er Hunger hatte. Oh oh, da kommt schon wieder einer. Seht ihr? Space Marines! Seht ihr, ich bin ja da schon ein wenig vorsichtiger. Wo ist denn der? Noch mehr Menschen zum Töten! Oh. Komm her, Junge. Space Marines! Und da oben ist auch noch einer. Oh oh. Naja, das geht dann auch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Wir werden da in den Nahkampf übergehen, einmal kurz. Ja, komm her. Und ja. Das war es ja dann schon wieder mal. So, wir haben da jetzt viel Moon verbraucht, so wie ich das sehe. Ach ja. Egal. Ist aber jetzt locker von der Hand gegangen, ne? Unser Wildheitsmodus ist auch voll, das passt wieder mal. Ja, irgendwie. Da holen wir uns gleich die Moon. Hoffe, wir lösen da keinen Trigger aus. Nö, nö. Und schnell noch da. Ja, da ist denn so ein Audio-Log. Ja, genau. Komm her, so Papa. Und schon wieder vergeigt der Toso. B länger halten, damit wir es auch hören können. Ja, ja. Okay. So, einen Speicherpunkt bräuchten wir, weil wir müssen, glaube ich, darüber. Das sieht ja aber... Ja, da drüben müssen wir hin. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komm und hol mich, Space Marine!
Na gut, dann komm her. Oh, oh. Haha, Leute! mein Controller gibt da, glaube ich, den Geist jetzt auch. Komm her. Und? Ja, zum Glück noch. Und noch einmal. Ja. Ich werde dann gleich eine Pause machen und die Batterien wechseln. Habt ihr das gesehen? Ich werde jetzt wieder voll abgekackt. Ah ja, so eine Woche Pause beim Spielen, das sollte man halt nicht machen, gell? Na klar. Okay, ich wechsle kurz einmal die Batterie und wir sehen uns dann gleich wieder. Euer Toso. Ich glaube das ja wirklich nicht. Ciao.